Best Buddy Nutrition. Hier am Stand lief wie immer alles rund. Wir haben viele Athleten hier am Stand gehabt, super Resonanz gehabt, das Heben für Leben gestern hier gehabt mit unheimlich vielen Teilnehmern, haben 3000 Euro zustande bekommen. Die Challenge hat wieder einen riesen Anklang hier gefunden. Ja, also Fibo Power immer noch das Nonplusultra für die Kraftsportfans und natürlich auch für uns als Athleten von Best Body, die hier am Stand sind und ja, den ganzen Tag sich mit den Fans hier unterhalten können. Klasse Sache. Relativ erfolgreich. Bin zwar mit dem vierten Platz nicht zufrieden, weil ich natürlich die Top 3 angestrebt habe und auch die 800 im Total. Aber es war auf jeden Fall besser als die letztjährige Arnolds, wo ich mich mit 350 schwer verletzt habe. Und von daher sehe ich das sehr positiv entgegen und hoffe, dass ich im nächsten Jahr nochmal teilnehmen kann, um mir endlich den Titel auf den Arnolds zu holen. Ja. Also das Top 1 Powerlifting Challenge bei der FIBO Power 2013, das Team Deutschland. Jawohl! Ja, definitiv. Also die Arnolds ist für mich nochmal das Allergrößte, was man im Leben erreichen kann. Ich habe zwar dieses Jahr noch die Olympiade für die Polizisten und Feuerwehrleute. Das ist auch eine große Herausforderung, wo ich teilnehme, aber das größte Ziel ist nochmal die Arnolds, ja. Ich habe versucht, mir Mühe zu geben, dass ich die ganze Sache langsam angehe. Das ist natürlich schwierig, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich eine sehr schöne Form und war natürlich enttäuscht, dass das zu dem Zeitpunkt passiert ist. Ja, und deswegen haben wir die Sache langsam angehen lassen. Bin jetzt, habe ganz gut reingefunden und habe jetzt auch wieder angefangen, schwer zu trainieren, also seit Anfang des Jahres. Da ich ja vorhabe, bei einer Europameisterschaft teilzunehmen, jetzt am 9. Mai. Und ich bin auch zuversichtlich, nach den letzten Trainings, auch so wie jetzt auf der Challenge am Wochenende, da konnte ich 315 Kilo Rohr ziehen. Ich denke, das ist eine ganz gute Voraussetzung, um an meine alte Form anzuknüpfen, dass eventuell 340 oder 50 möglich sind auf der Europameisterschaft. Und ja, wie gesagt, ich bin soweit mit dem Heilungsprozess zufrieden. Insbesondere mit dem Ergebnis, wie gesagt, optisch, das hat der Dr. Ritsch gemacht, der wird ja allen Begriff sein in der Szene. Und wie gesagt, damit bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden, dass er das so gut hinbekommen hat und zuversichtlich, dass das eigentlich in Zukunft gut funktionieren wird. Ja.
zunächst einmal bin ich da sehr glücklich drüber, dass ich nominiert wurde. Und vorgenommen jetzt, ich würde ganz gerne, ist immer schwierig zu sagen bei so einem großen internationalen Wettkampf, dass man da persönliche Bestleistung machen möchte, aber ich habe es mir schwer vorgenommen. Ich würde ganz gerne dieses Jahr zu den World Games 350 beugen, denn 280 wäre schon schön in der Bank, weil meine persönliche Bestleistung bis jetzt ist so 277,5. Man muss da auch immer ein bisschen ehrlich sein und sagen, bei meinem Körpergewicht ist da auch nicht mehr so viel rauszuholen, aber 280, ich denke, ist das noch, da ist da mal was möglich. Und Kreuzheben, dieses Jahr bin ich da schon ziemlich gut in Form gewesen, hatte in der Bundesliga 310, also persönliche Bestleistung gezogen. Ich würde ganz gerne 315 bis 320 ziehen können. Das ist schon eine schöne Hausnummer. Das wären dann so um die 900, ich sage mal, wenn ich zwischen 930 und 950 Kilo im Total nachher liege, dann wäre das schon super, also das wäre schon toll. Man muss das natürlich mal abhängig machen von der Tagesform und vom Wetter. Ich war letztes Jahr in Puerto Rico zu WM. Da hatte ich mächtig zu kämpfen mit dem Wetter. Sehr viel Wasser verloren, das heißt auch da dementsprechend Kraft, Kilos, Körpergewicht. Und jetzt habe ich mit Andy das so getimt, dass wir da sehr früh spät rüberfliegen, einen Tag akklimatisieren und dann werden wir mal sehen, was kommt. Also, aber auf jeden Fall freue ich mich, dass ich die Einladung bekommen habe. Ich denke, ich weiß nicht oder ich glaube nicht, dass ich nochmal so eine Einladung in meinem Leben bekomme. Und deswegen möchte ich auch das Beste draus machen. Ein bisschen überwältigt, von der Größe auch. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, mir hat Essen sehr gut gefallen, immer von der Location, aber das ist auch darauf bedingt, dass man dann schon alles kannte. Aber ich finde, es ist eine schöne Location. Viele Leute, was natürlich noch viel schöner ist, auch für die Aussteller und für die Athleten an sich. Ich denke, die ganze Location muss noch ein bisschen an mir wachsen, dass ich ein bisschen mehr kennenlerne. Es sind doch sehr lange Wege hier, aber generell kann ich sagen, denke ich, es war ein Erfolg für alle. Und man kann gespannt sein, was nächstes Jahr noch so kommt. Also ich freue mich drauf. Aber wie gesagt, so ein bisschen groß ist das noch alles für mich hier. Aber ansonsten echt eine Verbesserung in dem Sinne. Organisationstechnisch, denke ich, auch haben sie noch ein paar Sachen, die besser laufen könnten, aber das ist immer so, wenn man Standort wechselt oder wenn was Neues ist, dann denke ich, sind da immer noch kleine Sachen, die man dann ausräumen kann, aber im Groben und Ganzen finde ich das sehr toll hier. Body Nutrition.